Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Wisst ihr was, Leute? Ich habe heute zwei Menschen dabei, die habt ihr vorher noch nie gesehen. Es sind ganz besondere Menschen und ihr werdet niemals drauf kommen, wer das heute sein wird. Denn heute mit dabei ist Dylan White! Hey! Und wie kann es nur überhaupt möglich sein, meine Schwester Emily Jonah Dingleton! Leute, ihr seht es vielleicht nicht, aber hinter uns stehen so viele Pakete. Oh, sorry. Danke. In denen so viele coole Sachen drin sind, die wer geschickt hat? Ihr wart! Ihr wart! Und was ist im Rucksack? Barts. Leute, ich habe noch so viele tausende Pakete von euch und es wird Zeit, dass wir diese ganzen Sachen auspacken und die krassesten Abenteuer mit diesen erleben, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Seid ihr bereit für das krasseste Abenteuer in eurem Leben? Ja! Ja! Ich bin bereit für das krasseste Abenteuer in meinem Leben. Okay, dann würde ich sagen, wir tauchen jetzt ab in die Fantasiewelt der Fantasie. Seid ihr bereit? Ja! Dann ziehe ich jetzt an der fantastischen Strippe. Wow! Hat's geklappt? I don't know. Leute, nur noch mal ganz kurz vorweg, wir haben keine Drogen genommen. Wir haben heute einfach nur gute Laune. Und wenn wir gute Laune haben, dann kommen wir vielleicht so rüber, als wären wir Moderatoren für vierjährige Kinder. Ich würde sagen, es wird höchste Zeit, das erste Paket auszupacken. Und wer wird es aussuchen? Ich. Ob du wirklich richtig liegst, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, wir hören auf damit. Das ist aus Österreich. Okay, wollen wir das Austrian als erstes auspacken? Yeah. Oh my god, it's an Austrian package, guys. It's so international right now. Yeah, you don't even know, but we actually don't even know how to talk German anymore. Unser erstes Paket kommt aus Österreich und es ist was ganz Besonderes. According to Emily Jonah, I already forgot to talk German again. Hier steht Ariane. Oha, es könnte natürlich eventuell ein Paket von Ariana Grande sein. Ja, sie hat wahrscheinlich ihren Namen einfach falsch geschrieben. Ja, genau. Okay, seid ihr bereit? Oh mein Gott. Für das fantastischste Paket. Eins, zwei, drei. Oh. Hi Joe, wir sind zwei verrückte Mädels aus Niederösterreich. Geil! Schweinehautrolle, die müssen wir probieren. Boah, guck doch mal, wie hartnäckig Schweinehautrollen sind. Boah, die kriegst du nicht durch. Kannst du lange dran lutschen. Wer will an meiner Zuckerstange lutschen? Meiner Schweinehaut. Und schon ist es keine Kindersendung. Dylan, was packst du das einfach aus? Ich habe was schönste Sachen in der Welt gefunden. Oha, guck mal, damit siehst du aus wie die Küchenfrau aus meiner Schule. Oh, das war ein geiles Paket. Vielen, vielen Dank an Theresa. Oh mein Gott! This is beautiful! Du hast es immer richtig auf, Dylan. Du meinst, wie es aussieht, die eine da von Jeremy's Next Topmodel, die so zugerichtet wurde beim Umstyling. Ja, stimmt, Zoe! Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Natascha mit Stabschrecken und Theresa mit 31 Tieren. Einmal Applaus für die beiden. Einmal Applaus für die beiden nur mit den Füßen. Einmal Applaus für die beiden nur mit den Ellenbogen. Ihr seid so blöd manchmal, ganz ehrlich. Warum kommt ihr mal auf so dumme Ideen? Okay, nächstes Paket. Ich hab die ganze Zeit Angst, ich hab noch so Schokolade in den Zähnen und so. Mhm, hast du nicht. Ich würde es dir sagen. Ihre Sendung konnte leider aus folgendem Grund nicht in die Packstation eingelegt werden. Packstation voll. Guck mal, wir haben das noch gar nicht ausgepackt. So eine coole Brille. Die ist so cool. Mhm. Sie war so cool. Okay, Leute, wir kommen zum nächsten Paket. Es ist voll mit Panzertape. Panzertape ist echt ätzend, ne? Voll, warum machst du das? Ey, was bist du eigentlich für ein Mensch, ey? Ganz ehrlich, geh einfach mal in dich und denk mal nach. Let's go! Oh, dankeschön. Das sind die besten Dinger. Oh. Hallo Josef, mein Name ist Michelle und ich komme aus dem Schwarzwald. Ich bin 15, vergessen zu erwähnen. Sie hat erwähnen falsch geschrieben, aber das erwähnen wir heute mal nicht. Wow, und weißt du, wer auch noch mit drauf ist? Danila. Yes! Sandsteinspiel! Das heißt Sandsteinspiel. Das ist so der langweiligste Name für so ein cooles Ausgrabeim. Emmy, hau doch nicht einfach auf den Sandsteinspiel drauf. Wir müssen erstmal die Bedienungsanleitung lesen. Breite eine Unterlage aus Papier auf deinem Arbeitsplatz aus. Breite eine Unterlage aus, hast du. Existiere una base pro... Nee, das ist eine falsche Sprache. Schlage nicht zu stark, um das Relikt nicht zu beschädigen. Emmy! Ich will wissen, ob da was drin ist. Ich will auch wissen, was ist. Ja, dann lass mich mal Ausgrabungen tun. Oh, mein Auge! Hat sich getroffen? Ja, es war genau auf mein Auge. Ja, es ist kein Sandsteinspiel, es ist Sandstein-Todesspiel. Sandsteinkrieg! Sandstein-Erblindungs-Challenge. Ob du das Ergebnis siehst, hängt davon ab, ob du dir in die Augen schießt. Und hast du was gefunden? Da ist ein Loch drin. Ja, ja, Mensch. Das war eine Entdeckung, hä? Bleigießen! Wow. Das ist bestimmt, wie meine Zukunft verläuft, oder? Wir haben jetzt hier unser Wasser, da gießen wir es rein. Hier ist jetzt unsere Kerze aufgebaut. Wir nennen sie Candle Jenna. Wollen wir einfach sagen, dieses Bleistück gilt für uns alle drei, damit wir nicht drei solche Dinger machen müssen. Läuft super bisher. Wir können schon mal das nächste auspacken, ne? Luftschlangenspray. Ja, das ist so geil. Oh, I love it. Stell dir mal vor, du musst niesen und dann... Luftschlangenspray. Dich doch, Mann. Och, Dylan! Selber schuld! Warum hast du es denn da reinfallen lassen? Weil du mich abgeschossen hast! Was machst du denn? Oh, hör
Wieso dampft das auf einmal so? Das ist so richtige Dampfschwaden in meinem Zimmer, ey. Wo kommen die nur her? Ja, aber nee, ich glaube, die kommen auch ordentlich hierher. Guck mal, was hier für eine Scheiße hochgeht. Wo kommen die nur her? Ja, nee, ich glaube, die kommen hierher. Oh ja, es ist bereit. Wir schmeißen es rein, denn es wird höchste Zeit. Es stinkt wie Ekel hier drin. Oha, es ist eine Leiche geworden. Das ist ein Spermier. Oha, das bedeutet, wir werden bald Kinder kriegen. Yo. Ja, aber guck mal, was ist das? Genau, das ist ein Blutegel, der seine Zunge raussteckt. Eseleule, Pfannefassflasche, Frau. Wieso gibt's nicht Blutegel, der seine Zunge raussteckt? Dylan hat aus seinem Blei zwei Spermien geholt. Also darf ich nur nochmal zusammenfassen, dass das nicht nur für mich galt? Ich will aber keine Zwillinge, Dylan. Das waren keine Zwillinge, es war nur ein Spermium und ein komisches... Ja, ein Blutegel, der seine Zunge rausgesteckt hat. Aber Dylan, wir finden niemals heraus, was das bedeutet. Blutegel haben keine Zunge. Doch. Hi lieber oder welche Einleitung dir sonst gefällt, Joey. Hier ist Danila ohne K. Moment, Moment, Moment. Danila ohne K? Wo soll dein K hin? Hier steht Danila ohne K. Hä? Danilka? Danila? Danila, das klingt wie so ein probiotischer Drink. Das ist ja cool, sondern Danila. Als ich letztens richtig heftig krank war, meine Mandeln waren vereitert, habe ich mir stundenlang deine Videos reingezogen. Danke für diese Information, Danilka. Wir lieben dich. Danilka, Danila. Danila. Okay, jetzt bin ich damit auspacken. Wo ist denn unsere Schere? Wir haben noch gar nicht unsere Schere heute vorgestellt. Das hier ist Sheraldin Cooper. Ja, mit Sheraldin. Das ist schwer auszusprechen, ne? Sheraldin. Wir öffnen das Paket in 3, 2, 1. Emmy. Joey. Nein, oh mein Gott. Kinder Bueno. Hallo Emmy, können wir bitte erstmal auspacken? Oh, Emmy, weißt du, was das ist? Das sind Katzensticks. Soll ich euch mal was sagen? Die werden aus echten Katzen hergestellt. Da gab es diesen Skandal mal. Hair and Skin Snacks. Da sind Haare und Haut drin. Siehst du, da frisst du nicht nur eine Katze, sondern da frisst du die Katze mit Haut und Haaren. Hunde beim Tierarzt. Hinweise, damit Krankheiten gut bewältigt werden. Mein Hund wird nicht krank. Ich habe Beauty-Tiere. Von wem war das? Von Olivia und Fine. Vielen Dank an Olivia und Fine. Ich bin dran mit Ziehen und ich werde jetzt das Beste aller Zeiten ziehen. Seid ihr ready? Ja. Ich bin voll gespannt, was drin ist. Ihr auch? Ja. Seid ihr fantastisch unterwegs? Ja. Okay, los geht's. Wow, die haben sich echt... Marie und Verena. Dieses Paket ist von... 5.3.2017. Nur knapp ein Jahr her. Marie und Verena, es tut mir furchtbar leid. Ich sage immer, Joey, wir müssen Fanpost auspacken. Und er sagt, nein. Marie und Verena müssen noch warten. Die haben noch nicht die Glocke aktiviert. Das Paket wurde nicht ausgepackt. By the way, aktiviert die Glocke. Hallo Joey, wir schauen deine Videos jetzt schon seit zwei... Soll ich ein bisschen entspannter folgen? Wir schauen deine Videos jetzt schon seit zwei Jahren. Wir hoffen, dass du niemals mit YouTube aufhörst. Vielen Dank! Verena und Marie. Vielen, vielen Dank, Marina und Levi. Das war super, super nett von euch. Und jetzt sind wir gespannt, was drin ist. Guck mal. Dein eigenes Duschgel sieht aus wie, wenn ich mal niesen musste und ich besonders krank war. Für kleine Hunde softe Belohnung mit Rind, Huhn und Lamm. Ich muss euch was sagen. Da ist echter Hund drin verarbeitet. Da gab es so einen Skandal. Felix Knabbermix. Ich muss euch was sagen. Okay, Emmy hat sich gerade entschieden, dieses Paket zu öffnen, was irgendwie voll nass geworden ist. Der Postbote ist es auch einfach nur. Wir öffnen es in 3, 2, 1. Lieber Joey, wir wollen dir mal sagen, dass du ultra geil bist. Ihr auch. Und uns immer zum Lachen bringst. Ihr mich auch. Wir würden uns ultra freuen. Nein, es wäre der geilste Moment in unserem Leben, wenn du uns anrufen würdest. Oh, nee, sorry. Ich habe mein Handy verloren. Aber eigentlich, es wäre schon krass, wenn wir anrufen würden. Hallo? Hi, Amelie. Hier ist die Oma. sag... Oha, Amelie, du blöde Sau. Es wäre der geilste Moment in unserem Leben. Hallo? Ja, hi, Amelie, hier ist die Oma, sag mal. Was hast denn du für Manieren? Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Du hast mich einfach so weggedrückt. Hören Sie sofort auf, hier anzurufen. Hier ist die Oma, ja? Entschuldigen Sie mal. Okay. Ja, dann viel Erfolg noch. Ey, ich glaube nicht, dass Sie jetzt auflegen sollten. Sie würden sich, glaube ich, sehr freuen, wenn Sie mal raffen würden, wer hier dran ist. Ja, wer ist denn dran? Nicht die Oma, das kann ich Ihnen versprechen. Ja, wer denn dann? Haben Sie zufällig mal einen Brief geschrieben mit der Luisa zusammen? Guten Tag nochmal. Weißt du jetzt eigentlich schon, wer dran ist, Amelie, oder hast du es immer noch nicht so ganz gerafft? Leute, wir kommen zum nächsten Paket und da ist riesengroß mein Gesicht drauf und das zeigen wir jetzt erstmal. Vor allem dieser Packmensch, der diesen Aufkleber da drauf gemacht hat, was dachte der sich? Der, der das hier drauf geklebt hat, ist eigentlich so ein richtiges Arschloch. Richtiger Wieso klebt er das auf mein schönes Gesicht, ey? Das versaut alles. Auf die Plätze, fertig, los! Yo, Joey, wir sind zwei Mädchen vom Dorf. Lea und Vanessa. Wie alt sind die? 5 und 30. Oh mein Gott, sie haben so ein Spray hier reingetan. Wir finden es richtig scheiße, deswegen schenken wir es dir. Guck mal, Body Mist. Das ist Mist, den sprühst du auf deinem Body. Darf ich jetzt endlich mal wieder eins benutzen?
Au! Als nächstes hat sich Dylan dieses hier ausgesucht. Das ist von Anna. Ready? Set, go! Ah! Lieber Joey! Wir sind drei super bekloppte Mädchen aus Schleswig-Holstein. Jule! Anna! Dylan, du hast verkackt. Und Kaya 14. Kaya? Ja. Nicht Kajak. Für Joey und Emmy. Auspacken. Für Joey und Emmy. Güldak! Güldak! Güldak. Nicht Güldak. Güldak. Oh, sie haben mir eine Barbie geschickt. Oh mein Gott, was habt ihr getan? Sie haben die Barbie verunstaltet. Oh, hier ist bestimmt noch eine drin. Oh nein! Warum sieht deine normal aus und meine ist komplett verbest, ey? Mann, ich wollte auch eine schöne Barbie haben, aber nein, ich habe wieder eine, die 10-mal durchs Güllefass gesteckt wurde. Oh, Zahnpasta! Oh, geil! Das ist die Zahnpasta, die ich als Kind immer voll gerne gesnackt habe. Bei meiner Oma gab es richtig geile Kinderzahnpasta. Ich habe auch immer heimlich gegessen. Ich habe die heimlich gegessen, weil die so lecker war. Ich kann die auch essen. Ungelogen, sie schmeckt geil. Boah, erstmal 5 Tage keine Zähne putzen, geil. So klein. Für den kleinen Hunger. Noch eine Zahnpasta? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Kaya, Jule und Anna. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Paket. Ach nee, warum Bodymat? Ach nein, der fliegende Dachs ist ausgelaufen. Oh, Dylan, das machst du jetzt weg. Mir reicht's mit dir. Oh nein, ich hab Glitter im Gesicht. Oh. Besser als Glitcher am Arsch. Glitcher. Als nächstes kommt ein Paket von Sabrina. Oh mein Gott, vielleicht ist sie Zauberin und heißt eigentlich mit Vornamen Simsalabim und nur mit Nachnamen Sabrina. Vielleicht springt jetzt hier gleich ihre Katze. Wie hieß die? Wie hieß die Katze von Sabrina? Salem hieß der. Ah. Siehst du, jetzt springt bestimmt gleich Salem ihre schwarze Katze raus. Auch Salem. Meine Schwester und ich schauen die neuesten. Oh, ich mag das Lied. Wir haben hier Partyspaß mit drin, Truthahn und Huhn. Ich muss euch was sagen. Du bist der Beste. Von Sabrina und Ramona. Oh, wisst ihr, lasst mich gar nicht meinen Witz mehr machen. Der war so funny. Hi Joey, deine Videos sind echt der Hammer. Du bist voll cool, mache weiter so mit deinen Videos. Ich, Sabrina und Ramona. Was war denn hier drin, Dylan? Nix. Nur das? Das nächste Paket. Nein, Doch. Ich bin jetzt dran. Nee. Die Emily und die Livia haben dieses Paket geschickt und ich sage. Sorry, but I need to tell you something. This is from Austria. We now need to talk English. Oh, that's right. Dylan, mach doch nicht immer einfach auf. Wir waren noch am Reden. So, guys, we have to open this box right now. Leute, dieses Paket ist aus Austria. Austria ist Englisch und bedeutet Österreich. Oh, voll süß. Simply the best. Lieber Joey, wir sind zwei verrückte Fangirls aus Österreich. Sorry, I have to speak English. No, you can say that in German. Wir sind zwei verrückte Fangirls aus Österreich. I know this Und place. Und wir danken dir, dass du unser Leben ein bisschen lustiger machst. Guck mal, hier stehen so kleine Pöffelchen drin und da steht was drauf. Du bist ein Leute, irgendwie alle Leute sind jetzt mit ihren eigenen Sachen beschäftigt, deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an Emily und Livia. Warum könnt ihr nicht einmal mitmachen? Ihr seid richtige Hobelschlunzen. Ich möchte jetzt dieses Paket, denn es ist türkis und es hat Einhörner vorne drauf. Oh mein Gott, sie haben sich Mühe gegeben. Das weiß ich jetzt schon. Hallo Joey, mein Name ist Denise und ich bin 17 Jahre alt. Hi Denise. In Klammern Siebild. Siebild. Wer ist Siebild? Ach, siehe Bild. Siehe Bild. Für Joey. Frohes neues Jahr. Happy Hippo. Geil. Welches Jahr hat sie das geschickt? 4.5.2017. Oha, wahrscheinlich hat sie das zu Silvester 2016 geschickt. Softe Belohnung mit Rind, Huhn und Lamm. Oh, scheiße. Da sind echte Hunde drin verarbeitet. Da war dieser Skandal, oder? Weißt du, manchmal denke ich mir so, zum Glück haben wir keinen Nachbarn. Oh mein Gott. Mini-Fische mit Seelachs. Leute, ich muss euch was sagen. Von wem war das eigentlich? Sie war 17 und sieht so aus. Siebild. Und wer war das? Siebild. Vielen, vielen Dank an Denise Siebel. Das war ein super schönes Paket. Kann ich euch ganz kurz was sagen? You're simply the best! Wir haben jetzt ein super schönes Package hier. Ich glaube tatsächlich, dass sich endlich mal ein iPhone 10 darin befindet. Oh mein Gott! Was denn? Das wollte ich heute nicht. Nein! Das ist dieses Biskuitzeug! Nein, das ist doch Spekulatius-Creme. Jo, yes. Es sieht so ein bisschen aus wie Babykacke. Es schmeckt 1:1 nach Spekulatius. Klebt schon alles unterm Fingernagel. Leute, ihr müsst wissen, es ist schon spät abends und wir machen schon seit Stunden nichts anderes als Pakete auspacken. Wir sind so ein ganz kleines bisschen Matsch im Kopf. Deswegen könnte es passieren, dass wir auf alles nicht mehr so ganz normal reagieren.
Wir sind Paula, Svea und Michelle. Immer wenn du ein Video hochlädst, rasten wir immer komplett aus und bekommen einen Lachkrampf. Und das im Unterricht. Die Lehrer bekommen schon voll die Aggression und wir dann immer nur Bitch, get down. Was? Bitch, get down? Das habe ich auch immer zu meiner Lehrerin früher gesagt. Bitch, get down, wenn sie wieder zu viel gelabert hat, die Olle. Leute, wir kommen zum letzten Paket. Dieses hier kommt von... Oha, es steht kein Name drauf. Oha, es ist schon durchgeweicht. Ah ja, ich habe vorhin ein Glas Wasser aus Versehen drauf geschüttet. Lieber Joey, wir wollen dir nur sagen, dass es für dich und Emmy total fein. Emmy, was lachst du so? Und dass wir uns bei deinen Videos total kaputt lachen. Stella und Mattea, voll süßen Pferdelineal. Wenn du das isst, prickelt dein Mund auf. Ich weiß nicht, ob da stand prickelt oder prickelt. Vielleicht auch pinkelt. Oha, es sind irgendwelche komischen raus, dieser Blitz. Also es gibt drei Optionen, die eintreffen können. Entweder der Mund pinkelt auf, entweder er prickelt auf oder er pickelt auf. Und alle drei Dinge werden ganz interessant. Komm, wir nehmen jetzt alle so eine Magnesium-Tablette mit Orangengeschmack. Seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Mann, man sollte sowas mit Wasser machen. Mhm. Obwohl vielleicht... Oh, das ist stark. Oh, du hast ja immer mehr, aber ich schaue mich nicht diesen Schaum runterzuschlucken. Es wird zu stark, es wird zu stark. Oh mein Gott, ich glaube, da passiert was, wenn man die ganze isst, oder? Das kann ich nicht runterschlucken, das ist so viel. Ich sag nur, das ist ekelhaft. Ich hab voll Wut. Oh, ich konnte es auch nicht. Ich bin eine Gepäge, ich bin auch ausgebucht. Oh. Naja gut, wie hieß das nochmal? Es pinkelt aus dem Mund, also könnte es auch darstellen, ne? Leute, es ist inzwischen schon nach 22 Uhr. Unsere Köpfe sind komplett matsch, nachdem wir über 4 Stunden lang Fanpost ausgepackt haben. Wir können nicht mehr. Nee, es ist vorbei. Leute, an dieser Stelle nochmal. Falls wir irgendwann mal so ein ganz kleines bisschen fies rüberkamen, es ist natürlich alles nur Spaß. Wir freuen uns über jedes Geschenk mehr, als ihr euch das überhaupt nur vorstellen könnt. Und wir lesen übrigens auch alle Briefe. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihnen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vergesst nicht bei Emmy auf Instagram vorbeizugucken. Vergesst nicht bei Dylan vorbeizugucken. Und vergesst natürlich nicht bei mir vorbeizugucken. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ja, dann würden wir für auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!